Sehr geehrter Herr Präsident, liebe KollegInnen, für viele SchülerInnen und PädagogInnen war es diesmal kein guter Schulstart. Seit fast zwei Wochen ist die Mittagessenversorgung an knapp einem Drittel der Berliner Schulen nicht gesichert. Das Essen kommt Stunden zu spät oder gar nicht. Hunderte Portionen fehlen, die Qualität ist teilweise mangelhaft. Und es sind die Kinder und Jugendlichen, die an so einem Ganztag hungrig in der Schule sitzen, die keine Kantine und kein Casino haben wie wir hier. Und wenn ErzieherInnen von ihrem eigenen Geld Brötchen kaufen und schmieren müssen und engagierte Schulleitungen Pizza bestellen oder andere Caterer auf eigene Faust beauftragen müssen, ist es schon ein Armutszeugnis. In manchen Schulen wurden die Eltern gebeten, ihre hungrigen Kinder früher abzuholen, mussten eben von der Arbeit dann früher in den Hort. Und diese Situation ist desaströs und wirklich untragbar. Und die Frage ist natürlich, wie konnte das so weit kommen? Wie konnte das so weit kommen, dass nicht schon in der Ausschreibung eine Losgröße so gewählt wurde, dass sichergestellt wird, dass alle Caterer in der Lage sind, gutes Essen im erforderlichen Umfang zu liefern? Warum erfolgte die Ausschreibung und Vergabe nicht frühzeitiger zum Schuljahresstart? Warum wurde seitens des Senats nicht schon während der Sommerferien interveniert, als absehbar war, dass der Caterer 40 Seconds den kurzfristigen Aufwuchs von 5.000 Portionen auf 50.000 nicht stemmen können wird? Und wie kann das sein, dass derselbe Caterer beim Berliner Hoffest des Regierenden am 3. September das Catering sicherstellen kann, während er gleichzeitig vormittags die Mittagsessenversorgung an den Schulen nicht gewährleisten kann? Wir haben wirklich viele Fragen und fordern den Senat mit unserem dringlichen Antrag auf, für die betroffenen Schulen schnellstmöglich Klarheit zu schaffen und die Bezirke jetzt nicht allein zu lassen bei den anstehenden Ersatzvornahmen, Regressforderungen, fristlosen Kündigungen und Notausschreibungen, die gegebenenfalls anstehen. Pankow hat es ja gestern schon gesagt, dass dort wegen der wiederholten Unzuverlässigkeit eine Kündigung angestrebt wird. Aber damit ist das Problem ja nicht gelöst, weil es dauert ja, bis eine neue Ausschreibung da ist, ein neuer Caterer gefunden worden ist und so weiter. Also fordern wir Sie wirklich auf, Frau Günther Wünsch, machen Sie die Mittagessenversorgung zur Chefinnensache. Übernehmen Sie die gesamtstädtische Verantwortung gemeinsam mit den Bezirken. Da brauchen wir doch nicht erst eine Verwaltungsreform, damit die Kinder schnellstmöglich mit warmem Mittagessen versorgt werden. Und das gehört doch auch zur Bildungsqualität. Dass man mit hungrigem Magen nicht gut lernen kann, das ist doch übersichtlich. Und das Berliner Modell, so muss man es ja wirklich nennen, für das kostenfreie Schulmittagessen in der Grundschule, da schauen viele andere Bundesländer wie Brandenburg mit großem Interesse auf Berlin. Und vielen Eltern fällt das nicht leicht, 5,16 Euro mittlerweile pro Portion und Tag für das Schulmittagessen aufzubringen. Das ist für viele Familien nicht finanzierbar, auch nicht, wenn sie nicht im Transferleistungsbezug sind. Kein Kind soll beim Mittagessen hungrig den anderen Kindern beim Essen zusehen müssen. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Und dass Sie bei der angespannten Haushaltslage, die wir haben, aber als allererstes Thema über das Mittagessen bei den Grundschulkindern diskutieren, das ist doch ein Armutszeugnis. Der Regierende hat gesagt, es soll keinen sozialen Kahlschlag geben. Aber in Wirklichkeit bereiten Sie den vor. Die Liste liegt ja schon vor. Da steht drauf, Schulessen, Kostenfreiheit, Schulessen, Grundschule. Kita-Besuch soll zur Disposition gestellt werden, SchülerInnen-Ticket. Und das sind keine sozialen Geschenke, würde ich dem Regierenden gerne sagen, sondern es geht hier um Bildungsgerechtigkeit und Teilhabe, ob ich ein Mittagessen habe oder nicht. Ob ich den Kita-Besuch finanziell jetzt noch erschwere, wo wir wollen, dass alle in die Kita gehen. Ja? Und ob ich in der Stadt mobil sein kann oder nicht, das ist doch kein Luxus. Das ist doch kein Luxus, dass ich ein SchülerInnen-Ticket habe, damit ich nachmittags oder eben auch vormittags in die Schule komme überhaupt. Und es ist Augenwischerei zu glauben, dass wir kurzfristig in großem Umfang Einkommens- und Bedarfsprüfungen wieder einführen können. Das bedeutet hunderte Stellen in den Bezirken und bei der BVG. Das steht doch in keinem Verhältnis zum Aufwand. Und die erhoffte Kostenersparnis wäre letztlich gar nicht so groß. Und deswegen nehmen wir Sie beim Wort, Herr Wegner. Sie haben gesagt, bei der Bildung wird nicht gekürzt. Herr Saleh hat gesagt, der ist jetzt gerade nicht im Raum, das kostenfreie Mittagessen bleibt. Und mit unserem Antrag geben wir Ihnen jetzt die Gelegenheit, Wort zu halten und das jetzt zu beschließen. Für die CDU,
Fraktion hat der Kollege Bozian das Wort. Bitte schön.